So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. In dieser Folge erkunden wir jetzt mal weiter die neue Welt, die wir letztes Mal freigeschalten haben. Und gehen gleich mal in die Klappstadt-Galaxie. Ich weiß gar nicht mehr so ganz, was ich davon halten soll. Keine Ahnung, was in der Klappstadt-Galaxie war. Zwischen Klippstadt und Klappstadt, das kann ja nur gut werden. Oh, ich glaube, ich erinnere mich tatsächlich daran. Irgendwie so halbwegs. Ja, da könnte man auch irgendwie die Schwerkraft rumdrehen. Meine ich. Hallo Toad. Oh, diese Stacheln sehen gefährlich aus. Ja, in der Tat. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich machen muss, ich vermute mal fast da hoch. Und dann? Komme ich da irgendwie durch? Ah, komme ich tatsächlich, okay. So war das, okay, ich erinnere mich wieder. Mario, die Steuerung. Hilfe, nein! Ah, die Steuerung. Schau, ein weicher und warmer Bauch. Ja, tatsächlich. Wieso hat Toad immer noch Angst? Egal. Die Steuerung kopfüber ist wirklich grausam. Ich weiß nicht, wie man das so vermurksen konnte, aber es funktioniert einfach fast nicht. Unmöglich präzise zu steuern. Ist das da etwa unser Captain? Wie ist er nur dort hochgekommen? Ich vermute mal... durch den Boden. Scheint mir sehr naheliegend zu sein. Alles klar, da hängt ein Strohhut. Nein, ich dachte schon, den könnten wir vielleicht da runterholen irgendwie. Okay, da sehe ich gerade schon so ein Teleportgedöns da für ein paar Leben. Oh, und ich sehe da unten noch die Kometenmünze. Oh nein, nicht die Viecher. Ich hasse diese Teile. Ja, mach schon. Okay, jetzt nur noch die drei Leben einsammeln. Okay, dann sammeln wir halt nur noch ein Leben ein. Besser, zwei Leben, besser als gar keins. Okay, das war knapp. Aber es hat gereicht. Ich muss jetzt... irgendwie... nee. Nee, die Steuerung scheint noch irgendwie halbwegs logisch zu sein. Ich wollte gerade irgendwas Seltsames erklären, aber ich weiß es selber nicht mehr genau was. Egal. Ah, okay. Bleibt nur noch die Frage, wie kommen wir darüber? Ah, Moment, ich glaube, ich weiß schon wie. Ich habe da schon so eine Ahnung. So, jetzt, das war hier, meine ich. Ah, Mario, du hier. Immerhin gibt es hier oben keine unheimlichen Peaks-Monster. Huch. Captain, wir haben hier drüben ein riesiges Monster entdeckt. Oh nein. Ah, die Toads. Moment, da unten war ich schon. Da war ich auf jeden Fall auch schon. Da war ich schon. Dann war ich hier noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Ha, na also. Gut, was bringt's mir? Ganz viele Münzen und einen Hebel. Schalter, Hebel, Hebel. Hebelschalter. Schalter. Okay. Ich sehe nicht so ganz ein, was mir das jetzt gebracht hat, außer ein bisschen Geld, aber na gut, von mir aus. Halt. Rein da. So, jetzt. Na gut, rüber da.
Oh. Okay. Ganz viel Schwerkraft-Action. ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man hier aus Versehen in diesen Ding da reinrollt. Vergessen, wie die heißen. Egal. Ich höre hier irgendwas glitzern. Das klingt auch total bescheuert. Ich höre hier was glitzern. Nee, bei dem Spiel hört man wirklich, wenn Sachen glitzern. Die Standteile machen alles seltsame Geräusche. Da, man hört es glitzern. Ich kann auch nicht beschreiben, warum. Oh, halt. Hier könnte man einfach toll, einfach mal ein bisschen Sternteile sammeln. Warum auch immer man das machen sollte. Oh, doch nicht. Schade. Ich glaube, das Spiel hat da was dagegen. Wo fliegen wir hin? Da. Was gibt's hier? Gegner zu besiegen? Und ansonsten? Aua! Was soll das denn? Ich glaube, es geht los, weil dann springe nur ich dir auf den Kopf und hier umgekehrt. Hier gibt es auch noch ein paar Münzen. Und ansonsten gibt es hier irgendwie nicht viel. Aber ich hier will ich auf die andere Seite. Auf die dunkle Seite der Macht. Nee, halt, das war schon wieder was anderes. Das lässt sich ja irgendwie in diesem Spiel so schön, so oft sagen. Auch wenn es absolut sinnlos ist. Oh. Das wird eine nette Timing-Geschichte. Okay, hat ihn gehauen. War aber knapp. Mario. Wirklich jetzt? Was soll das denn? Okay, danke. Es hat doch noch funktioniert. Ah, den habe ich noch getroffen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber gut, ich rechne mit vielem nicht. Zum Beispiel auch, warum sich jemand das ernsthaft anschauen sollte. Also, naja, aber gut, ich meine, das machen tatsächlich Leute. Ja, also es gibt unter euch welche, die sind so blöd, sich das hier anzuschauen. Also genauer gesagt, ihr alle, die ihr jetzt hier zuschaut. Ich habe herausgefunden, dass du sie auf die andere Seite locken musst und dann stampf. Verstehst du? Oh, Toad, bitte. Ich bin nicht blöd. Warum müssen da eigentlich diese Spiele von heute immer alles sagen, was man machen muss? Man kann es auch mal schön selber rausfinden. Aua. Ah. So starte ich den Kampf. Ich glaube, dieses Ding sollte mal ein bisschen abnehmen. Die Krone passt nicht auf den Kopf. So, komm mal. Was? Okay, damit hätte ich jetzt zugegebenermaßen nicht gerechnet. Und irgendwie weiß man auch hier nie, wo oben und unten ist. Auf, komm ein bisschen auf mich zu. Das war... Na, Moment, das... Nein, ich bin zu doof. Oh, oder so. Nein. Jetzt komm... Was soll das denn? Was zur Hölle war das? Egal. Jetzt komm endlich mal. Na also, das Ding bewegt sich endlich. Nein. Ah. Oh, halt. Na also, ich habe mal wieder getroffen. Ich glaub's ja kaum. So, jetzt machen wir den Schritt nach vorn. Nicht dieses vorn, sondern das vorn zu mir, wo ich jetzt gerade stehe. Das war das falsche vorn.
Jetzt hier rüber vielleicht? Nein. Das war auch das falsche rüber. Hierher. Okay, auch nicht. Das funktioniert so irgendwie nicht, habe ich so das Gefühl. So, jetzt... Nein, immer noch nicht. Was muss ich machen, um dieses Teil dahin zu bekommen, wo ich es gern haben möchte? Vielleicht mal hier hinstehen? Nein. Ich bin gerade ein wenig verzweifelt. Und verwirrt zugleich. Aua. Ja, also. Ne? Ach so, ich kann auch einfach auf die andere Seite laufen. Oh. Das war mir nicht bewusst. Ach so, dann weiß ich jetzt tatsächlich, was ich machen muss. Ich lock dieses Teil jetzt erst hierher. Und dann renne ich auf die andere Seite. Und dann stelle ich fest, dass es nicht da steht, wo es stehen sollte. No. Okay, das hat gerade noch so gereicht. Das war ein verdammt langer Bosskampf, was allerdings mehr an meiner Unfähigkeit lag. Puff. Lila-Wolke. Warum explodieren hier alle Gegner einer Lila-Wolke? Das ist so unlogisch. Darf ich endlich wieder? Danke schön. Raumschiff Mario kann jetzt noch weiter fliegen. Und natürlich gibt es wieder den nächsten Schabernack-Kometen. Was denn auch sonst? Oh, weil vielleicht, ich überlege gerade, vielleicht könnten wir in dieser Folge auch mal wieder ein paar Schabernack-Kometen sammeln, gleich nachdem wir von Toad wieder einen Brief bekommen haben. Für den Baby Luma, wo wieder nur Standteile drin sind. Ja. 50 Stück? Ja, wie immer. Dankeschön. So, ich glaube, dann gehe ich jetzt mal in die Welt zurück. Und mache noch ein paar Schabernack-Kometen, die da so aufgetaucht sind. Da oben zum Beispiel. In der Grusel-Äther-Galaxie. Oder sonst. Ein Gruselkorridor voller Schatten. Oh nein, nicht schon wieder Schatten-Marios. Warum immer Schatten-Marios? Nein, jetzt auch noch da. Ich krieg die Krise. Ich hasse Schatten-Mario-Welten hauptsächlich deshalb, weil es immer nur dieselben sind wie schon zuvor. Nur noch mit Schatten-Marios, dass man sich beeilen muss. Naja. Au, 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 au. Moment, Münze. Okay. Ah, jetzt sind wir schon von verschiedenen Wesen verfolgt. Oh Gott. Das war... Nein. Oh, verdammt knapp. Okay, ich habe das erstaunlicherweise überlebt. Erstaunlicherweise, weil ich damit nicht mal ansatzweise gerechnet hätte. Nein! Oh, verdammt. Okay, nochmal. Natürlich hatten wir noch keinen Checkpoint. Alles andere wäre auch zu schön gewesen. Oh, ich glaube, so kommt man hier ganz gut vorwärts. Ja. Wenn man sich nicht gerade beinahe selbst in den Abgrund befördert.
Okay. Nein! So willst du es jetzt den Abgrund befördern. Au, 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 ma. Ja. Kein Kommentar. Wie gesagt, ich hasse Schatten-Mario-Welten. Au, 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 nein, steh auf, Mario, steh. Oh Gott. Ich hasse es. Wenn Mario einmal getroffen wird, bleibt er erstmal eine halbe Stunde liegen. Och, ich wurde gerade getroffen. Ich roll gerade auf den Abgrund zu. Scheißegal, erstmal liegen bleiben. Ich bekomme zu wenig Geld für die Scheiße. Also, das könnte Mario sich jetzt vielleicht denken. Ich bekomme ja gar kein Geld dafür. Okay. Jetzt kommt der etwas fiesere Teil noch, würde ich sagen. Also, noch fieser. Ja, okay, so viel zu noch fieser. Okay, der war jetzt irgendwie einfacher. Moment, kann es sein, dass das hier irgendwie jetzt rückwärts ist? War es beim letzten Mal nicht in die andere Richtung? Nee, war es nicht. Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Hatten wir das schon mal so mit Schatten-Marios? Hier, dass am Ende so ein Kristall war, den wir zerbrechen mussten. Mit einem Stern drin. Ich weiß es nicht mehr. Na gut, ein weiterer Stern in unserer Sammlung. Und da erscheint... Oh, okay. Von mir aus, warum nicht? Schaffen wir den noch? Was hat Luba denn? Du hast da ganz schön was mitgemacht, oder ehre ich mich? Ich gönn mir eine Auszeit, denn ich will. Und nicht, wenn du das zu mir sagst, Luba. Moment, was fehlt denn hier jetzt eigentlich noch? Da unten in der Schneegedingens da. Ach so, da gibt's auch noch einen zweiten Stern. Ups, das habe ich irgendwie vergessen. Na, dann machen wir den auch noch schnell. Die rote Nase des blauen Sorbetti. Das klingt wieder irgendwie nach Boss. Warum auch immer. Ich weiß nicht mal, was ein Sorbetti ist. Na, wir werden's rausfinden, denke ich mal. Ui. Weihnachtsmusik. Oh! Nein, ich will das zu Luigi wechseln. Wobei, nein, so nach Weihnachten klingt die Musik nicht. Nein, nein. Warum? Steuerung. Die Steuerung ist irgendwie seltsam. Sobald man die Fernbedienung auf den Bildschirm richtet und dann mit dem Analogstick steuern will, passiert irgendwie ganz viele Sachen gleichzeitig und man hat keine Ahnung, was man jetzt am Ende ausgewählt hat. Okay. Verdammt. Was bringt mir das jetzt, außer dass ich mich selbst den Berg runterschmeiß? Und ein paar Sternteile? Nix. Na gut. Das war die falsche Richtung. Das war auch die falsche Richtung und ich glaube, das wird eh nicht reichen. Na gut. Was kommt aus dem Würfel? Eine Münze. Oh, ein paar Münzen. Kann ich da irgendwie hoch? Nö. Na gut. Ah, okay. Das war jetzt irgendwie falsch. Gibt's da oben was? Ja, nee. Außer einem Leben und ein paar Sternteilen nicht. Nichts. Nicht. Ich habe einige dieser Sternchips im Schnee versteckt. Hopplopp, kannst du sie finden? Nein, die sind mir viel zu schwer versteckt. Unglaublich, wie schwer die versteckt sind. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Oh. Kometenmünze? Oh.
Oh. Willkommen bei einem weiteren Spiel mit dem Wanderaffen. Hast du Lust auf etwas Neues? Kannst du einfach Eislaufen und Gegner treffen. Nimm dich vor den Stacheln in Acht. Machst du mit? Natürlich mache ich mit. 500 Punkte oder mehr. Oh je, oh je. Ach, die muss ich einfach nur umfahren, umlaufen. Was auch immer. Okay. Bisher ohne Probleme. Aber ich denke mal, die Probleme werden noch kommen. Ich kenne dieses Spiel gut genug, um zu wissen, dass die Probleme ganz von selbst kommen. Auch vom Spiel nicht beabsichtigt. Das geht ganz einfach. Au. Da. Okay, gut, wir haben es geschafft. Okay, damit hätte ich jetzt gar nicht mal gerechnet. Und ich muss mal sagen, das passt perfekt mit der Partzeit. Ich schätze mal, wir kriegen jetzt noch einen Stern. Jawohl. Und dann kann ich gleich wieder den Part beenden. Meins. Alles klar, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns. Ein Geist ist aufgetaucht in der Frostflocken, da hat sie. Egal. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten. Nein? Ja, Luigi, danke. Nette Reden. So, jetzt aber, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.